In der bereits sechsten Naruto Shippuden DVD-Box gibt es ein Wiedersehen mit Sasuke, der sich seinem Lehrmeister Orochimaru entgegenstellt. Außerdem tritt Jiraiya den Anführer der Organisation Akatsuki gegenüber. Auf den vier DVDs sind die Episoden 333 bis 363 enthalten und erscheinen Mitte Oktober. Verbiege dich. Die bereits auf DVD komplett erschienene siebenteilige Filmreihe Garden of Sinners bekommt Ende dieses Monats von Kasea eine Gesamtausgabe auf Blu-ray spendiert. Der beliebte Mystery-Krimi aus dem Hause Type Moon erscheint in einem 22-seitigen limitierten Artbook mit allen Filmen und den dazugehörigen Soundtracks. Lange Haare, schlanke Beine und große Brüste. Als der junge Natsuko eines Morgens aufwacht, staunt er nicht schlecht. Er hat sich in ein Mädchen verwandelt. Doch nicht zu irgendeinem Mädchen, sondern zu einem Kämpfer, wie es ihm sein Kuscheltier versucht zu erklären. Hinzu kommt noch, dass er nun das hübscheste Mädchen auf seiner Schule ist und das für einige merkwürdige Situationen sorgt. Mit Kämpfer hat Kase Deutschland einen weiteren Ichi-Kampf-Anime lizenziert und veröffentlicht die 12-teilige Serie auf Blu-ray und DVD. Die erste Volume erscheint zusammen mit einem Sammelschuber. Rin ist wieder einmal gerade so davongekommen, denn eigentlich war die Oberinspektorin vom Hauptquartier der Heiligkreuzritterschaft damit beauftragt worden, alles zu beseitigen, was auf eine Verbindung zu Satan hindeutet. Doch Zeit zum Ausruhen gibt es keine. Als er angegriffen wird, verliert Rin beinahe die Kontrolle über sich und wird damit zur Gefahr für andere. Die dritte Box von Blue Exorcist erscheint auf Blu-ray und DVD. Als Extras sind unter anderem wieder Tarotkarten, Postkarten und als besonderen Bonus Episode 13,5 mit dabei. Der Schwertkämpfer Guts zieht als Söldner von Schlacht zu Schlacht. Dabei fehlt es ihm jedoch an jeglicher Struktur. Dies ändert sich, als er auf Grivis, dem Anführer einer Söldnertruppe, trifft. Dieser nimmt ihn in seine Truppe auf und gemeinsam kämpfen sie Seite an Seite. Doch Grivis' Traum weckt in Guts Zweifel. Der von Universum Anime lizenzierte Film Berserk, das goldene Zeitalter, ist der Auftakt einer geplanten Trilogie und erscheint in einer limitierten Collectors Edition auf Blu-ray und DVD. Als deutsche Sprecher sind unter anderem Ozan Ünal und Jennifer Weiss mit dabei. Das 22. große Kampfsportturnier steht vor der Tür. Langsam versammeln sich die Teilnehmer auf der Papaya-Insel und Son Goku trifft endlich wieder auf seine alten Freunde. Tenshin Han gibt seinen ersten Auftritt und es verspricht, ein spannender Kampf zwischen Son Goku und ihm zu werden. In der vierten DVD-Box von Dragon Ball sind die Episoden 84 bis 101 enthalten. In der zweiten Volume von Blood Sea gerät Saya immer mehr in Bedrängnis. Jetzt wird sie zusätzlich noch von Visionen und starken Kopfschmerzen geplagt und sie kann nicht mehr verhindern, dass unschuldige Menschen ihr Leben verlieren. Blood Sea erscheint auf Blu-ray und DVD. Die actiongeladene Anime-Serie The Gray Man lief bereits vor geraumer Zeit auf Animax. Doch mit Polyband hat sich nun endlich ein Publisher gefunden, der den Anime auch auf DVD veröffentlicht. Die Akuma, erschaffen aus den Seelen toter Menschen, drohen die Menschheit zu vernichten. Die einzigen, die die Akuma bekämpfen können, sind die sogenannten Exorzisten des Schwarzen Ordens, zu denen sich auch Alan Walker zählt. In der deutschen Fassung gesprochen von Leonard Marlich, der unter anderem bekannt wurde durch seine Rolle als Shikamaru aus Naruto. Die erste DVD-Box beinhaltet die ersten 13 Episoden. Mit der zweiten DVD-Box von Baki schließt Peppermint Anime den bereits auf Animax komplett gesendeten Kampf-Anime ab. Auf den 5 DVDs befinden sich die Episoden 25 bis 48 und ob es Baki wirklich schaffen wird, seinen Titel als Champion zu verteidigen, erfahren wir am 26. Oktober. Auch der zweite Teil der Reihe erhält durch Kase eine Neuauflage auf Blu-ray spendiert. Die Yokohama Bay Bridge wird zum Ziel eines Raketenanschlags. 3 Jahre nachdem fehlprogrammierte Labors beinahe eine Katastrophe verursacht hatten, befindet sich Japan erneut im Alarmzustand. Dort setzt der zweite Film vom PET Labor ein und führt die Geschichte des Cyberpunk-Anime fort. Nachdem die Lagoon Company bereits letzten Monat ihr Debüt mit der OVA auf der blauen Scheibe feierte, erhalten nun auch die erste und zweite Staffel der Serie ihren Blu-ray-Auftritt. Dies bedeutet wieder jede Menge abgefahrener Action rund um Revi, Rock und Co. Die beiden Boxen erhalten jeweils 12 Episoden und erscheinen Ende Oktober. I'm the one who
Mit dem Film Trigun Battle at Rumble bringt Kase den Film zur beliebten Serie, die hierzulande durch Panini Video erschienen ist. Die Ereignisse im Film drehen sich rund um den Gangster Gasback, der sich an seinen ehemaligen Komplizen rächen möchte. Der auf Blu-ray und DVD angekündigte Film bekommt als Extras unter anderem Poster und ein Booklet mit auf den Weg. Es ist jetzt so ziemlich ein Jahr her, als der erste Monatsüberblick auf meinen Kanal hochgeladen wurde. Damals hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das so lange durchziehe, vor allem weil ich geglaubt habe, dass spätestens nach Ausgabe 2 kein Interesse mehr bestehen würde. Tja, so konnte ich mich täuschen. Dafür natürlich ein dickes Danke an euch und an die Otaku Times Redaktion, mit denen ich das hier seit Januar zusammen mache. Und natürlich auch ein Danke an die Leute, mit denen ich hier schon zusammen sprechen durfte und auch noch werde. In diesem einen Jahr sind wirklich sehr, sehr viele Anime hier in Deutschland erschienen und ich hoffe natürlich, dass dieser Trend anhält. Und bis jetzt sieht es auch noch danach aus. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man hört sich.